erneut beim Tor zum Bewusstsein. Ich habe heute zwei Gäste da, und zwar die liebe Karin und den lieben Bernhard. Wir sprechen über Orgonenergie. Wo der Begriff herkommt, warum das kein Humbug ist und was man damit anfangen kann, das wollen uns meine beiden Gäste heute erklären. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Grüß euch. Freut mich sehr. Jetzt fühle ich mich fast wie im Kreuzverhör, wo ich hinschauen muss. Erzählt mir mal, von wo kommt dieses Orgon-Dings, die Orgon-Energie für die Unbedarften, die noch nichts wissen davon, so wie ich? Also das Orgon ist von Wilhelm Reich geprägt worden. Der hat gesagt, dass die universelle Energie, die uns alle umgibt, nennt er halt Orgon. Die Inder nennen sie Prana, die Chinesen nennen sie Qi. Also es hat verschiedene Namen halt. Ne? Und du kannst mit dieser Energie, war seine Aussage, alles heilen. Mhm. Das durchdringt jede Zelle, ist auch das, was unsere Zellen als Nahrung brauchen. Und durchs Atmen, also ganz normales Atmen zum Beispiel, kriegst du immer wieder dieses Orgon, Prana, Qi, immer wieder in deinen Körper hinein. Mit dem Gerät zum Beispiel kann man, also der Wilhelm Reichert hat gesagt, man kann halt verschiedene Techniken anwenden, um dieses Prana oder Orgon, wie es er halt genannt hat, in den Körper zu bringen. Er hat Kisten gebaut. Mhm. Und da hat er die Leute reingebracht, die okay. gute Energie haben, und die sind dann halt eine Zeit lang drinnen gewesen. Und ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll. Also in Amerika war es jetzt so, er hat dann die Leute halt drinnen Geschlechtsverkehr machen lassen in diesen Kisten, damit diese wahnsinnige Energie, die dabei freigesetzt wird, diese Schöpfer- oder Erschaffungsenergie, dass die halt in diesen Kisten drinnen bleibt. Ja, die waren ganz stark abgedichtet, also bis zu 1,5 Meter dick. Das war Metall, ja, das war Metall, Naturfaser, Metall, Naturfaser, Metall, Naturfaser, verschiedene Metalle, verschiedene Naturfasern, ganz, ganz dick. Ja, und das war geschlossen, da konnte nichts raus. Und die zwei, wenn die zwar fertig waren, sind die raus. Und dann hat er schwerkranke Leute, also hauptsächlich Krebs, mit Krebs hat er sich sehr stark beschäftigt, rein und hat die Leute bis zu 8-9 Stunden drinnen lassen, hat es teilweise auch drin schlafen lassen, wenn sie es aushalten, und da waren Bänden. Aber es wurde schon gereinigt danach, oder? Ja, diese Bunga-Bunga-Box. Es waren nicht große Räume. Ne? Also wow. Und es war sehr stark energetisch, und diese Energie ist halt in diesen Räumen drinnen geblieben und ist auf die Kranken halt wieder zurückgestrahlt, und die sind gesund worden. Und jetzt könnte man aber auch hergehen und sagen, okay, ich empfehle Schwerkranken mehr sexuelle Aktivität. Nein, das ist was anderes. Das ist was anderes. Nein, das ist was anderes. Weil du würdest, jeder Mensch hat eine Abstrahlenergie. Mhm. Die geht einfach, ein bisschen was geht immer weg. Ja? Und diese Abstrahlenergie bleibt in diesen Kisten, damals ist die halt drinnen blieben. Mhm. Die ist nicht weggegangen, so wie im Universum zu allen anderen, dass jeder das mitkriegt, so ich spüre, wie du dich fühlst, ich spüre, wie er sich fühlt, dass das so ein bisschen halt weniger wird, sondern die ist echt da drinnen geblieben. Und die Kranken haben das dann aufgenommen. Ja? Mhm. Und er hat das halt nachgewiesen mit Bluttests davor, danach hat er wahnsinnig große Studien gemacht. Also ist alles bewiesen worden, also das ist kein, ja, schauen wir halt mal, was passiert, sondern er hat das wirklich ganz genau dokumentiert. Mhm. Und ja, das war den Amerikanern dann halt einfach irgendwann zu strange. Und dann haben sie halt angefangen, ihn zu denunzieren und Arbeit zu machen, und im Endeffekt ist das Ganze halt dann niedergerissen worden. Ich glaube sogar verbrannt worden, und er ist eingesperrt worden als Irrer und ist dann auch im Gefängnis gestorben. Ja, es ist schon eine schräge Vorstellung, ja, aber ich sage mal, der Zweck heiligt in dem Fall die Mittel, wenn ich vor allem den Menschen helfen kann damit. Genau, weil es einfach dokumentiert war, und das war das Wichtige, und diese Dokumentationen sind alle, also teilweise nach Österreich gebracht worden, sind in einem Safe verschlossen. 2016 sind die ersten wieder zugänglich gemacht worden. 2016 erst? 2016 erst. Das war im Testament von ihm halt so dargelegt, dass das nicht früher ist. Und es sind noch welche, die kommen, ich weiß jetzt nicht genau, wird das wieder veröffentlicht. Unglaublich, dieser Wilhelm Reich. Was das alles kann, ja. Und vor allem in welcher Zeit er das genau, ja. Das ist ja schon irrsinnig lang. Das waren 30er Jahre. 1930, ja. Oder? Also man da damals schon dieses Wissen gehabt, also zumindest er hat danach geforscht, weil er sich eben auch mit dieser indischen Kultur auseinandergesetzt hat. Und der Grund, warum Organenergie ja auf den Menschen einwirkt, ist der, dass wir aus über 70% Wasser bestehen, unser Gehirn über 90%, und diese Energie fließt dann durch dieses Feld, also durch unser Energiefeld. Also ich kenne das von einigen Forschern, die jetzt beispielsweise auf
auf der Ebene der Raumenergie forschen. Es gibt eine Energie, die hüllt uns alle ein, die ist omnipräsent, das ist alles da sozusagen. Und alles ist eins und alles ist da. Und wir sind verbunden, weil wir auch nur frequent sind, das ist ja das berühmte Ding. Das wird halt da in dem Fall Orgon genannt. Genau. Er hat diesen Begriff halt geprägt. Wie gesagt, man kann auch Chi-Prana dazu sagen, Fre-Ether, das ist. Er hat einfach, oder einfach Lebensenergie, das durch alles fließt, durch jede Pflanze, durch jedes Tier, durch jeden Organismus, durch uns Menschen. Und du bastelst jetzt oder baust sozusagen Objekte, also ich sehe da, du hast uns eine Pyramide mitgebracht, mit verschiedenen Ingredienzien. Genau, es sind verschiedene Mineralien drin. Mineralien. Und diese Mineralien sollen auch Einfluss jetzt auf Orgon haben, auf diese Energie rundherum um uns, diese unsichtbare, nebulöse Energie. Ja genau. Und zwar diese Pyramide in dem Fall strahlt ein Energiefeld aus. Das ist wie in der Natur, das erzeugt ein negativ geladenes Ionenfeld. Das erzeugt die Natur. Wenn ich im Wald bin zum Beispiel, habe ich immer permanente Wellen, sanfte Wellen, die für uns, für unseren Körper, für die Tiere generell sehr, sehr angenehm und harmonisch sind. Und diese Pyramide erzeugt auch ein negativ geladenes Ionenfeld. Und wenn wir draußen in einer Großstadt sind zum Beispiel, wo viel WLAN-Strahlungen, Handymasten oder Smartphones unterwegs sind, das ist ein positiv geladenes Ionenfeld und für unsere Zellen eigentlich nicht wirklich, es ist nicht zellgängig. Und das kann man messen, das ist nachweislich, dass das mit dem Ionenfeld, dass das dann negatives Ionenfeld erstellt und dass das funktioniert. Und was ich kann es messen, mit zum Beispiel mittlerweile geht es über Kirlian-Fotografie zu messen, dass sich die Aura des Menschen zum Beispiel oder der Tiere, dass sich das zum Beispiel weitet, so kann ich es schon messen, ja. Also oder auch ausweitet, oder verringert. Also wenn du ein Handy in der Hand hast nach dem Kirlian, ist die Hand fast dunkel. Ja, also zieht sich komplett zurück und wenn du das dann ein, zwei Stunden später wieder fotografierst, hat es so einen schönen Schein wieder. Also das regeneriert sich schon selber. Ja. Also der Körper hat ja diese Selbstheilungskraft. Und Gott sei Dank, weil sonst hätten wir ja sterben nach dem allem, was uns umgibt. Und was wir auch essen und so, also wenn der Körper das nicht könnte, die Verdauung braucht eine bestimmte Energie und das Gedächtnis, also das Gehirn braucht eine bestimmte Energie, um halt zu funktionieren und um sich wieder zu regenerieren. Und das Gerät zum Beispiel, da kann man das einstellen. Was ist das für ein Gerät? Das ist ein russisches Frequenztherapiegerät, was eben nach den Prinzipien von Wilhelm Reich funktioniert. Und ja, da kann man einfach sehr, sehr viele Einstellungen machen. Das arbeitet zwischen 15 und 350 Hertz und ja, kann man halt einfach einstellen, also zum Beispiel Narbenbehandlung ist 18 Hertz. Das ist die ideale Frequenz, um mit Narben zu arbeiten. Und 15 Hertz ist zum Beispiel, um den Kopf, alles was mit dem Kopf ist, zu arbeiten. Und da kann man Erfolge, da zeichnen sich Erfolge ab? Genau, also ich werde dann zwei Bilder im Zeigen von einem Fuß, den ich behandelt habe. Ah ja, du hast ja einen Fuß behandelt. Das war eine Operation am Knöchel. Wir blenden es jetzt kurz ein. Sieht jetzt nicht so romantisch aus, sage ich mal. Aber nach einer halben Stunde Behandlung. Ja, halbe Stunde Behandlung sieht man halt den Unterschied, wie halt der Knöchel sich extrem wieder verschlankt. Unfassbar eigentlich. Ja. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Ja, also ich habe da einige. Also ich fotografiere sie mir immer vorher, nachher, damit die Leute halt sehen, was sich tut, weil du schaust die ganze Zeit hin, während ich arbeite, also vor allem wenn es weh tut. Ja? Und dann siehst du nicht, was sich verändert. Ich sehe es schon als Therapeut, aber die Patienten sehen es nicht. Ja? Weil du bist einfach so in deinem Stress drin und Schmerz und redest noch und wie ist das passiert und alles. Du kriegst das nicht mit. Und darum mache ich es oft vorher, nachher, damit man das wirklich sieht. Und das ist ganz arg. Ja? Also was das. Ja, der Mensch heilt sich ja prinzipiell immer selber. Das ist, ist ein Schwachsinn, zu glauben, dass Heilung extern passieren kann als intern. Ja. Weil ein gebrochener Knochen zum Beispiel, der wächst ja auch in dir zusammen und den kannst du nicht draußen bestellen oder so. Und das Gerät hilft halt dem Körper wieder, dass er einen Selbstheilungsprozess anregt. Und also das kann man halt einstellen. Und die Sachen von Bernhard sind halt konstant. Ja. Also das, was er mir da gebastelt hat, für mich entworfen hat. Was hat das noch? 528, glaube ich. Also mit dem arbeite ich zum Beispiel in die Muskulatur hinein, wenn ich bei starken Verspannungen, also merke ich irgendwelche Knoten in der Muskulatur zum Beispiel, dann arbeite ich mit dem zum Beispiel vor oder ich gebe es den Leuten in die Hand und wenn die sitzen, kriegen sie das in die Hand. Ich habe noch einen zweiten in der Praxis und sitzen sie halt mit denen ganz entspannt und ich arbeite hinten halt mit dem Scanner zum Beispiel, da habe ich eigene Elektroden, wo ich auch in die Muskulatur tief reinarbeiten kann, wo mir die Frequenz hilft, dass die Muskulatur sich entspannt. Also was der Scanner immer macht, ist, dass er Ödeme, also Wasseransammlungen reduziert,
das vegetative Nervensystem immer beruhigt und die Muskulatur sich entspannt. Das macht er immer, egal in welcher Einstellung ich arbeite. Und dann gibt es so viele Einstellungen, Diagnosemodus, da arbeite ich mit Zahlen, da geht es dann in die Mathematik hinein, wo man die Zahl sagt, wo ich hin muss. Also ganz, ganz komplizierte Sachen und ganz, ganz einfache Sachen. Also so wie er jetzt gesagt hat, wegen dem Wald, wo diese schöne Schwingung kommt, diese schöne Sinuskurve, das gibt es da als Einstellung zum Beispiel. Also dass den Körper einfach in so eine schöne, angenehme Schwingung hineinbringst. Und diesen Fuß, den, wo du das einblendest, den habe ich zum Beispiel nur mit dieser Schwingung behandelt. Das war noch ganz eine basic Einstellung, also nichts Kompliziertes, nichts Aufwendiges, einfach als Basis, damit, vor allem wenn der Körper mich ja nicht kennt, oder der Patient mich noch nicht kennt, dass er sich mal auf das einstellt und nicht gleich da reinfahren mit einer was hochkomplizierten Einstellung, muss hier und sagt, boah, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Klar, ja. Also ganz einfach das, so ähnlich wie halt im Wald, und darum arbeite ich immer mit den Sachen von Bernhard gern. Aber jetzt habe ich eine ganz naive Frage, wie kriegst du da eine Frequenz drauf? Das ist eine sehr gute Frage. Vorher möchte ich aber noch auf das zurückkehren, ob es eben messbar ist. Es hat in den 70er Jahren der Dr. Albert Popp, der hat herausgefunden, oder besser gesagt ein Gerät entwickelt, dass der unsere Körperzellen, dass der ein Licht sichtbar gemacht hat, was von jeder einzelnen Körperzelle, dass da ein Licht abstrahlt. Der hat ein Gerät entwickelt, dass es dieses Licht sichtbar macht, und der hat das Biophotonen genannt. Von dem her ist es eigentlich generell sowieso schon längst messbar, dass ich, wie gesagt, wir haben ja Billionen von Körperzellen und Zellverbände, die alles eigentlich organisiert in unserem Körper, und dieser Dr. Albert Popp hat das eben auch anhand eines Gerätes sichtbar gemacht. Ja, vielleicht sind wir eh schon alle verstrahlt. schräg. Also wie kriegst du die Frequenz da drauf? Genau, das war's. Genau, und zwar, ich habe einen bestimmten normalen Frequenzgenerator, wo ich verschiedene Sinuswellen einstellen kann. Und dann habe ich einen ganz speziellen Elektromagneten, wo eine doppelte Magnetspule drinnen ist. Und diese Frequenz, die ich am Frequenzgenerator einstelle, kann ich auf diesen Elektromagneten projizieren. Da kann ich eine Schwingung auf ein Ausgangsmaterial, in dem Fall eine Zinkplatte oder eine Kupferplatte oder verschiedene Mineralien, kann ich diese Schwingung von dem Frequenzmodulator auf dieses Ausgangsmaterial produzieren. Also okay, also auch die Mineralien nehmen diese Schwingung dann sozusagen auf. Ja, genau. Und das, diese Spule, die sich da herumwindet, das ist Kupfer? Das ist Kupfer, genau. Und das ist halt ein Prozess, der dauert Tage bis Wochen oder Monate. Es kommt immer darauf an, welches Ausgangsmaterial ich verwende. Ich kann auch Gold zum Beispiel. Gold dauert ein halbes Jahr bis zu einem Jahr. Wow. Dass sich hier die Atome lösen. Man muss sich das vorstellen, durch diese Schwingung, die was auf dieses Ausgangsmaterial auftrifft, lösen sich Atome, die fallen in destilliertes Wasser rein und bilden dort im Laufe der Zeit Kristalle, die dauerhaft mit dieser Frequenz, die ich reinkriege, schwingt. Das ist diese Fiole mit diesem destillierten Wasser eben. Ja, mit dem, und wenn ich das schütte, dann schaut das aus wie Schnee. Und das sind diese Zinkkristalle, das ist von einer Zinkplatte. Ah ja, jetzt und das schwingt in dem Fall mit 528 Hertz. Spannend. Und das hat der Dr. Leonard Horowitz, das ist ein amerikanischer Zahnarzt, der hat herausgefunden, dass diese Frequenz 528 Hertz die DNA wieder reparieren kann. Okay. Man kann sie auch Liebesfrequenz nennen, das ist die Frequenz des Herzens zum Beispiel. Also ich arbeite eben mit sogenannten Solfeggio-Frequenzen. Das ist eine gregorianische Sechstonleiter, die damals von gregorianischen Mönchen den Menschen vorgesungen worden ist. Und sie haben das so heilsam empfunden und bewusst und so weiter, dass die katholische Kirche irgendwann mal hergegangen ist und sie leider Gottes verboten haben. Das ist oft so gewesen in der katholischen Kirche. Ja. Und auch Nikola Tesla hat damals schon gesagt, dass die Zahlen 3, 6 und 9 die Verbindung zum Universum aufbauen. Also. Und das mit diesen Informationen arbeitest du frequentiell bei der Erstellung deiner Orgonkunstwerke. Genau, das ist auch in dieser Pyramide zum Beispiel drin, und die schwingt auch mit 528 Hertz. Diese Pyramide ist ganz speziell gegen Strahlungen. Hier ist auch noch der Stein Baryt drinnen. Baryt wird auch in der Medizin angewendet, gegen Röntgenstrahlen zum Beispiel. Das ist ein sehr toller Stein. Das ist ein Schwerspat und kommt aus dem Schwarzwald. Und bewirkt eben, dass Strahlungen einfach umgewandelt werden mit einer sogenannten Wellenüberlagerung, sodass es uns nicht mehr betrifft. Ja, ich bin hier neben sechs Sendemasten. Ja. Ich hoffe, du hast genug mit, ich muss mal die Wand damit tapezieren. Also ich arbeite in einer Apotheke, da habe ich einen Raum. Und er hat mir zum Geburtstag einmal einen Geschenk, den wollte ich, also ich habe gesagt, ich habe so einen kleinen, der ist so schön von dem anderen, aber der taugt mir nicht so wirklich, ich hätte gerne einen größeren, hat er mir den gemacht, wieder nach meinen
Angaben, also der steht bei meinem Handy. Also wir haben so einen Tisch, wo immer die Patienten sitzen und sie mit mir reden, also wo man schaut, was ist los. Ne? Dann liegt einmal der eine. Ne? Dann liegt oben am Regal noch einer. Dann steht noch einer auf der Kommode oben. Ja? Dann habe ich einen Hund. Und, ja, genau. Und dann habe ich noch Musik laufen, die ist eben auch mit bestimmten Frequenzen hinterlagert, unterlagert. 528, 369, also was auch immer ich da gerade in der Schlaufe rennen habe. Und alle, die, egal wie widerständlich oder wie schwer krank oder wie keine Ahnung, offen sie sind, alle, die reinkommen, sagen, also so richtig so, du lass einmal. Und auch ich selber, also wenn ich von draußen reingehe, sind wir so, Gott sei Dank, und ich kann die Tür zumachen und ich lege mich hin, meine Pause habe eine halbe Stunde und schlafe und Wahnsinn. Also ich bin nicht müde in dem Raum. Ne? Mhm. Also seit ich seine Sachen habe überhaupt, ne? Egal was man jetzt davon hält, ich sage halt, für mich wirkt es und ich merke es halt von den Leuten, die es nicht einmal wissen, die sagen oft, boah, das ist aber hübsch, was ist denn das? Ja. Yeah. Aber es fühlt sich lustig an, aber was ist denn das Hübsches, was da so jetzt steht? Und Pyramide habe ich keine, sind so Halbkugeln. Mhm. Das ist aber hübsch, ja, nehmen Sie so solche in die Hand, schauen Sie es an. Und du merkst dann auch oft, wie die Leute halt runterkommen, obwohl das gar nicht mitkriegen. Ja? Strahlungsfreie Zone sozusagen. Ja? Naja, frei ist schon nicht, Strahlung. Ja. Aber es ist ja angenehmer. Es ist, ja. Ich weiß ja nicht genau, was es macht. Ja, es macht einfach das, wir sind ja leider Gottes von sehr vielen Frequenzen, werden wir ja beschossen, mehr oder weniger. Alleine durch Handystrahlungen, durch WLAN-Strahlungen, durch Handymasten. Und das wirkt halt alles auf unseren Körper ein. Oder Computer. Oder wenn ich sehr viel fernsehe zum Beispiel, dann fühle ich mich dann einfach immer wieder ausgelaugt. Ja. Und das bringt dich halt, das ist nichts anderes, wie wenn ich auch in den Wald gehe regelmäßig. Es verursacht einfach ein negativ geladenes Ionenfeld, was einfach sehr harmonisch auf den Körper wirkt. Und das ist das, warum die Leute dann auf einmal wieder durchatmen können. Weil die Energie einfach dann wieder durchfließt. Mhm. Der Mensch ist eigentlich wie ein Baum. Der Baum hat Äste, wo sie die kosmische Strahlung aufnehmen und der Baum hat Wurzeln, wo sie sie wieder ableiten. Genau. Und der Mensch ist eigentlich nichts anderes. Das heißt, die Energie fließt durch den Baum durch und er ladet sich auch wieder ab. Und der Mensch, das hat ja auch Reich gesagt, ist eigentlich ganz genauso. Wir empfangen kosmische Energie, wir haben ganz viele Magnetitgestrahlen in unserem Gehirn, Billionen, ja, und da nehmen wir diese kosmische Strahlung auf und lassen sie aber durch unsere Füße, deswegen sollten wir auch öfter barfuß gehen, wird das einfach wieder abgelassen, diese Energie. Und das unterstützt uns halt. Also ich habe das die letzten paar Tage auch gemacht. Ich habe jeden Tag einen dreiviertelstündigen Waldspaziergang gemacht. Mhm. Mir ging es besser denn je. Ich habe das genossen. Ich war schon um 7 Uhr schon unterwegs und so den Liesingbach entlang. Es war einfach herrlich. Und auch wenn ich nicht viel geschlafen habe, ich fühlte mich wirklich erholt. Ich fühlte mich stark, ich fühlte mich gut und ja. Noch besser, wenn barfuß, dann ist es noch angenehmer. Mhm. Denn dann kann es wirklich abfließen. Mhm. Weil in den Schuhen ist es ja auch alles Plastik, so. Ja, das ist isoliert. Das Fakt ist, das isoliert das eigentlich ja wieder. Und das ist ja dann eigentlich schon angenehm. Aber wenn ich dann auch noch barfuß auch noch gehe, zusätzlich, dann wird es noch besser gehen. Also zum Beispiel bei dem Gerät jetzt wieder. Also wenn ich das, ich habe es dir jetzt erst gezeigt auf der Haut. Ja. Mhm. Es gibt 5 Zeichen, wie ich sehe jetzt als Therapeut. Das darfst du nicht mehr. Geh weg mit deinem Elektroschocker. Nein. Es brutzelt ganz schön. 5 Sachen, wo man sieht, also ganz grob jetzt einmal, wie ich arbeiten, also wo ich arbeiten soll. Das heißt, es biegt. Ja. Also du hast ja gesehen, auf einer Stelle ist es drüber gestriffen, da war gar nichts. Und dann ist es so wie hängen bleiben, wie man es biegen tut. Ja. Und dort, wo es biegt, dort muss ich arbeiten. Das heißt, dort ist der Energiefluss, ich will jetzt nicht sagen blockiert, aber sehr schwach. Und das Gerät mit der Frequenz hilft dem Körper durch die Nerven, gibt es einen Impuls ans Gehirn, so, hey, oh, da ist eine Frequenz, was mache ich jetzt mit der? Aha, okay, aha, spannend. Ja. Und du bleibst da drauf und bleibst dran und irgendwann geht es durch. Und dann geht es aber weg. Immer. Ja. Und dann ist das Bicken weg. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich zum Beispiel im Rücken arbeite, also auf großen Flächen, dann kommen rote Flecken. Mhm. Und die, also nicht weil ich so fest reibe, sondern du fährst ganz sanft drüber und das wird wirklich so wie ein Schema, so ein richtiger Fleck. Nicht überall und nicht symmetrisch, einer kann oben sein, einer rechts unten, einer in der Mitte, irgendwo anders. Oder du kriegst auf einmal im Gesicht zum Beispiel Flecken. Also auf das muss man dann aufpassen. Ja? Das heißt, der Körper zeigt mir dann an, dort muss ich arbeiten. Ja. Und dann gehst auch hin und du arbeitest. Das sind alles so Basic-Einstellungen. Es gibt dann hochkomplizierte Techniken, eben mit diesen Zahlen dann auch. Aber das sind so Basic-Sachen. Also wenn ich da auf dem roten Fleck habe, der geht dann weg. Also theoretisch müsste, wenn ich reibe, müsste ich immer roter werden und immer schlimmer. Eigentlich, ja. Und in Wirklichkeit geht es weg. Das heißt, dann fließt es dort auch wieder. Das ist das Rotwerden.
dann fangen die Leute immer an zum Schwitzen. Mhm. Also sie sagen, boah, mir ist so heiß, du bist gar nicht so heiß draus. Ne? Ich sage, das ist gut, weil die Nerven geben ans Gehirn einen Impuls und das macht einen Entgiftungsprozess, setzt das in Gang. Deswegen fängt man an zum Schwitzen, der Körper hat aus, Dreck. Ja. Also die sitzen echt und es rinnen. Also wenn ich den Rücken zum Beispiel mache, bei den Achseln, gehen wir so Papier ein, jetzt geht, ne? Das ist richtig waschen nass, ne? Das ist das Dritte. Dann kann es sein, dass der Rücken schuppt. Das ist ganz, ganz arg. Also das habe ich noch nicht so oft gehabt, aber doch. Das heißt, dass ich nicht so arg reibe, dass die Haut sich abplattelt, sondern durch diese Frequenz zieht der Scanner Giftstoffe in die Hautoberfläche in Form von Flüssigkeit und dieser Dreck kommt sofort raus und trocknet und fällt dann ab. Das sind wirklich weiße Schuppen. Das bröselt richtig runter, das ist teilweise wirklich arg. Also ich habe eine Dame gehabt, die hat 20 verschiedene Medikamente geschluckt, also war furchtbar benannt, konnte nicht gescheit gehen, nur Schmerzen, alles weh. Und ich habe nur den Rücken gemacht, wirklich nur, damit der ganze Rücken einmal Energie kriegt und das sind ja die Hauptmeridiane, also wenn man jetzt von den Meridianen geht. Und das hat angefangen zum Stauben, wirklich. Also ich hätte schon müssen. Echt? Naja, vor allem, ich muss ja aufpassen, das fliegt ja dann in der Luft herum, dass ich das nicht wieder einatme. Ja? Weil das ist nur Dreck und Schlacken. Ja? Das ist das Vierte. Und das Fünfte fällt mir jetzt wieder nicht ein, ich kriege nie alle fünf. Na, aber es ist schon eine Menge, ja. Schon eine Menge, was also da passiert. Also das ist mal nur diese Basics. Ja? Und dann kann man eben arbeiten im Diagnosemodus mit Zahlen, wo das Scanner mir mit der Zahl zeigt, auch wenn ich nichts weiß. Darum sagt der Professor Remenko, der den entwickelt hat, möglichst wenig reden. Nur das ist schwer. Weil die Leute kommen schon verzweifelt, wenn er keiner zuhört und dann dürfen sie nichts reden. Ja? Aber trotzdem, ich sage dann oft so allgemein und wenn wer zu viel redet, so stoppt jetzt einmal und schauen wir mal, was der Scanner sagt. Ja? Ja. Und dann zeigen wir wirklich die Zahlen punktgenau. Das ist dann wirklich punktgenau, wo ich arbeiten muss. Da bleibe ich dann drauf und da spricht dann der Scanner mit dem Körper. Ja? Also das sind dann wieder verschiedene Sachen. Also nicht, ich gebe nichts Permanentes, nichts Fixes, sondern da spricht der Körper. Ja? Der schickt jetzt an der Stelle eine Information. Das Gehirn sagt, und neu mit dem, ja? Das kommt wieder zurück. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, das ist in dem Computer drin. Ne? Der schickt wieder was Neues. Ja? Das Gehirn sagt, was nicht, was will die von mir? Ja? Und es geht wieder so hin und her und hin und her, bis das Gehirn irgendwann eine Frequenz kriegt und sagt, hey, mit der kann ich jetzt was anfangen. Und dann geht es, und dann habe ich den ersten Wert. Dann gehst du weiter. Ja? Und dann schaust, das sollte immer ansteigend sein mit den Zahlen. Ich will es jetzt nicht verkomplizieren, aber auf jeden Fall, da spricht der Körper mit dem Scanner. Und in Fixeinstellungen gibt er ihm einfach was vor. Okay. Das sind einfach zwei Wege, mit denen man arbeiten kann. Und das kommt dann halt darauf an, wie intensiv ist die Ausbildung, die man gemacht hat. Also ich habe jetzt den vierten Masterkurs gemacht. Es gibt den Basic-Kurs, Fortgeschritten und Meister. Also ich habe Basic, dreimal Fortgeschritten, viermal Meister. Und der Professor Ravenko ist eben ein russischer Neurologe. Der hat in Moskau eine Klinik und der arbeitet halt sehr viel mit dem und nur mit Schwerkranken, also mit Brandopfern, mit Querschnittslähmung, also da ist er ganz stark dran, mit Tumor, mit Krebs, also alles, wo die Schulmedizin sagt, kann man nicht viel machen. Und in Russland am Land hast du ja null medizinische Versorgung. Ja. Also da sind auch die Orgoniten in Russland sehr, sehr aktiv, also die Russen machen ganz eure Sachen. Und eben, es gibt einen Homescanner für Patienten, also da kann, den kannst du mitgehen, der hat ein paar Einstellungen, damit man das erhalten kann, was die Behandlung halt hat. Ja. Und die Organiten und diese Anhänger zum Beispiel, die erhalten das auch. Ja? Da hast du halt einen schönen Schmuckgegenstand. Ja, ne? So. Ja. Das ist auch was, noch was ausschaut. Genau. Eben. Auch tragbar, genau. Ja, genau. Ja. Also ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, zieht euch die Schuhe aus, geht in den Wald, befasst euch mit Orgonenergie und vielleicht habt ihr dem Gespräch ja auch etwas abgewinnen können und ja, wenn ihr euch unwohl fühlt oder glaubt, da näher eintauchen zu wollen. Wir haben unten die Kontaktinformationen zu meinen Gästen von heute und ich sag mal, hey, vielen Dank für den Besuch. Danke. Danke, dass du da bist. Ich habe deine Anspannung verspürt, war sehr stark da und du bist voll in den Fluss reingekommen. Ja. Aber sowas von relaxed, das hat man auch gedacht. Naja, ich weiß von meinen Kunden, wenn sie dann zum Fragen anfangen. Ganz easy. Was waren
Und drauf sind wir auch alle, ne? Ich hab's. Ja, war doch total nett. Na, schauen wir mal. Ich schau aus. Sind wir schon da? Ich muss mal los. Ich hab Hunger.